Nizza Burger, ein Sandwich für zwei für den perfekten Feierabendimbiss. 1. Die Tomate waschen, vom Stielansatz befreien und in Scheiben schneiden. Radieschen putzen, waschen und in Scheiben schneiden. Das Ei pellen und in Scheiben schneiden. Die Basilikumblätter in ein Sieb geben, waschen und trocken tupfen. Den Knoblauch schälen und längs halbieren. Die Oliven in Ringe schneiden. 2. Die Brötchen längs halbieren und die Hälften im Toaster knusprig rösten. Falls der Toaster zu klein ist, den Backofengrill vorheizen und die Hälften mit den Schnittflächen nach oben unter den heißen Grillschlangen in circa knusprig rösten. 3. Thunfisch abtropfen lassen, in einem Schälchen mit einer Gabel zerpflücken und mit dem Essig und den Kapern vermischen. 4. Die Brötchenhälften mit dem Knoblauch kräftig an den Schnittflächen einreiben. Je ein Esslöffel Olivenöl über jede Schnittfläche träufeln. 5. Die Tomatenscheiben auf den unteren Brötchenhälften verteilen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Thunfischmischung auf den Tomatenscheiben verteilen. Eierscheiben auf den Thunfisch legen. Die Oliven- und Radieschenscheiben darauf verteilen. Die Sardellen darüber legen. Die Basilikumblättchen oben drauf streuen und zum Schluss die oberen Brötchenhälften auflegen. 6. Die Nizza-Burger sofort genießen, Klammer auf, am besten mit Serviette, Klammer zu, oder nach Belieben noch etwas durchziehen lassen.